Vor 18 Jahren stellten sich zwei Stiefbrüder dem deutschen Fernsehpublikum vor und begeisterten viele der jüngeren, aber auch älteren Zuschauer. Die Rede ist von Drake Parker, einem gut aussehenden Gitarrenspieler aus Kalifornien, und Josh Peck, einem trotteligen, aber liebevollen Außenseiter aus New York. Die beiden Teenager könnten nicht unterschiedlicher sein, jedoch machte ihre Chemie untereinander sie extrem liebenswert. Wir alle waren von der brüderlichen Liebe, die wir im TV gesehen haben, extrem überzeugt. Jedoch zerstört die traurige Wahrheit einem dieses Image sehr schnell, wenn man erfährt, dass die beiden in Wirklichkeit nie Freunde waren. Um die Dinge besser zu verstehen, reisen wir in der Zeit zurück. Und zwar zu dem Zeitpunkt, wo Drake und Josh sich das erste Mal begegnet sind, in der Amanda Show. Die Amanda Show war eine US-amerikanische Sketch-Comedy-Show von Dan Schneider, demselben Produzenten, der auch Zoe 101, iCarly und Drake und Josh produziert hat, aber dazu kommen wir gleich. Falls euch die Amanda Show jetzt nichts sagt, liegt das wahrscheinlich daran, dass sie außer ein paar Szenen in Deutschland nicht wirklich ausgestrahlt wurde. Die Show wurde jedoch in den USA echt abgefeiert. Drake war ein fester Bestandteil der Serie seit der ersten Folge im Jahr 1999. Josh wurde erst ab der zweiten und dritten Staffel richtig in die Show integriert. So kam es, dass Drake anfangs gar kein großer Fan von Josh war, da er bisher der einzige Junge in der Show war. Jedoch entwickelten sie schnell eine gute Chemie zueinander und hatten den ein oder anderen guten Sketch parat, der die Zuschauer entertainte. Der Produzent Dan Schneider bekam Druck seitens Nickelodeon. Er solle doch bitte eine neue Buddy-Comedy-Serie produzieren. Beim Drehen einer der letzten Szenen der Amanda Show, in der Drake und Josh sich um einen Shrimp streiten, kam einer der Drehbuchautoren der Amanda Show, Stephen Molero, auf Dan Schneider zu und meinte: "Die beiden da, das wird dein neues Comedy-Duo." Und boom, 6 Monate später war Drake und Josh geboren. Drake Bell und Josh Peck, they've grown up on the Amanda Show, battling lobsters, fending off fraud puppets, and getting beaten up by girls on a regular basis. So what's next for this dynamic duo? Their own show. Nickelodeon presents Drake and Josh in Drake and Josh. In diesem Video wird euch auffallen, dass die meisten Charaktereigenschaften und Storylines in der Drake und Josh Show dem genauen Gegenteil von dem entsprechen, wie es in Wirklichkeit für die beiden Schauspieler gelaufen ist. Josh führte seine Karriere als gut aussehender und erfolgreicher Schauspieler fort. Aus Megan, aka Miranda Cosgrove, wurde eine unproblematische, erfolgreiche Schauspielerin. Und naja, ihr kennt ja iCarly. Und Drake? Er wurde wegen Kindesgefährdung für schuldig befunden und kriegt es immer noch nicht hin, seine Musik in den USA richtig zu vermarkten. Drake Parker und Josh Nichols waren zwei Brüder, die durch die Heirat ihrer Eltern gezwungen waren, miteinander auszukommen. Sie mussten in demselben Haus leben, auf dieselbe Schule gehen und mit denselben Leuten abhängen, obwohl sie beide komplett unterschiedliche Persönlichkeiten haben. Josh war der emotionale Trottel und Drake war ein erfolgreicher Frauenmagnet mit einer eigenen Rockband. Die erste Staffel von Drake und Josh war eine typische Sitcom-Staffel. Es gab die Sitcom-typischen Handlungsstränge und Floskeln. Jeder hatte mal seine witzigen Momente und Schlagwörter. Glücklicherweise wurde die Show ab der zweiten und dritten Staffel viel besser. Die beiden Jungs brachten sich immer wieder in brenzlige und komische Situationen und mussten entweder zusammen oder gegeneinander arbeiten, um sich aus dem Schlamassel zu befreien. Wie zum Beispiel, als sie auf die Idee kamen, die Gary Coleman Grills zu verkaufen, was sie schließlich ins Gefängnis brachte. Oder als sie sich aufgrund eines Schaumstofffingers beinahe die Köpfe eingehauen haben. Zu Beginn der Serie war es sehr üblich, dass die meisten der Jokes auf Kosten von Josh ausgetragen wurden. Es ist halt einfacher, sich über einen trotteligen Übergewichtigen lustig zu machen. Drake hingegen war oft der Bad Boy in der Geschichte. Er war faul, egoistisch und gemein. Er setzte sich nie für Josh ein, hing mit Mädels und Freunden ab ohne Josh, ihr wisst schon, was ich meine. Alles in allem kann man sagen, dass es Drake sehr schwer gefallen ist, Josh als seinen Bruder zu akzeptieren. Im Laufe der Staffeln machten sich jedoch beide Charaktere beim Publikum beliebt und die Show nahm ihren Verlauf. Josh war nicht mehr der krasse Boxsack wie in den vergangenen Staffeln, sondern eher der süße Bruder, der immer für Drake da war. Dazu kam noch, dass er extrem viel Gewicht verloren hat, was dafür sorgte, dass die Fettsack-Jokes immer unpassender wurden. Drake ist mit Josh warm geworden. Sein Charakter war zwar immer noch der Unruhestifter, jedoch hatte Josh mittlerweile mehr Glück mit Mädchen, er war kein Nerd mehr und wurde einfach konkurrenzfähiger für Drake. Letzten Endes endete jede Episode damit, dass sie ihre Streitigkeiten beseitigten und einen schönen Moment gemeinsam erlebten. Die beiden verstanden sich einfach blind. Sie waren das neue, ultimative Comedy-Duo geworden und wussten einfach, wie sie zu performen haben, wenn es ums Schauspielern ging. Die beiden machten einen so guten Job, dass sie jedem in den Glauben ließen, sie seien die allerbesten Freunde, sowohl im Fernsehen als auch außerhalb des Bildschirms. Und es tut mir leid, euch das sagen zu müssen, aber das war absolut nicht der Fall.
außerhalb ihrer Show war das Leben der beiden ziemlich normal. Also sie waren jetzt nicht wie diese krass berühmten Prominenten, die sich immer vor Paparazzis verstecken mussten oder so. Plus ein Großteil ihrer Zuschauer bestand aus 9- bis 15-Jährigen, die zur damaligen Zeit noch keinen Weg hatten, den beiden ihre Bewunderung auszudrücken. Viele vergessen, dass es im Jahr 2005 noch keine sozialen Netzwerke wie Instagram oder Facebook und Co. gab. Es gab auch keine Smartphones oder YouTube oder ähnliches. Die beiden arbeiteten einfach ganz normal von morgens bis abends und gingen dann heim, wie die meisten Leute auch. Prinzipiell lebten sie das Leben eines normalen Teenies. Sie gingen auf Partys, hingen mit Mädchen rum und stellten vielleicht mal die ein oder andere Sache an. Naja, zumindest hat Drake das getan. Josh war nie so wirklich der Partygänger. Im Gegenteil. Er machte tatsächlich einige schwere Zeiten durch. Er wurde von einer alleinerziehenden Mutter großgezogen und hat seinen Dad nie kennengelernt. Er hatte schon immer das Interesse daran, irgendwann mal die Leute zu unterhalten. Mit gerade einmal 9 Jahren trat er als Stand-up-Comedian auf. Er wollte einfach dazugehören. Als Außenseiter hatte man in den späten 90ern nicht gerade ein spannendes und cooles Leben vor sich. Kids wie Josh hatten gehofft, dass sie auch mal auf eine große Party eingeladen werden und sich integrieren können, aber wie wir alle wissen, gehörte er nie wirklich dazu. Drake hingegen war das komplette Gegenteil. Ein gut aussehender Kerl aus Kalifornien, der viele Freundinnen hatte und auf Partys unterwegs war. Dass die beiden so verschieden waren, klappte zwar in der Show, aber nicht im echten Leben. Die beiden haben mal irgendwie erwähnt, dass sie zu ihrer Zeit bei der Amanda Show das ein oder andere Mal übernachtet und abgehangen haben, aber als sie älter wurden, haben sie privat nicht mehr so viel Zeit miteinander verbracht. Josh hatte es satt, diese Version von sich selbst zu spielen, die er so sehr hasste, und das nicht ohne Grund. Er wusste, er würde in Zukunft nur noch als der dicke, lustige Typ gecastet werden und müsste dann für den Rest seiner Karriere immer wieder solche Rollen spielen, wenn er nichts an sich ändern würde. Josh wollte unbedingt ein erfolgreicher Schauspieler werden und das ermutigte ihn, extrem viel Gewicht zu verlieren. Als er immer und immer mehr abnahm, fing er an, sich bei den normalen Teenagern zu integrieren. Also fing er an, das zu tun, was normale Teenies tun. And suddenly I'm like now looking like a normal kid and a normal teen. And I'm like, oh, they do drugs and that's normal. And they go to house parties and they go to clubs. Josh fing immer mehr an, sich wie Drakes Charakter zu verhalten, aber im echten Leben. Es war ein zweischneidiges Schwert. Einerseits wurde er im sozialen Umfeld jetzt mehr akzeptiert, jedoch litt er an Drogenabhängigkeit. Ein hoher Preis für sein Ansehen, wenn ihr mich fragt. Zu dem Zeitpunkt, als beide 20 Jahre alt wurden, war Drake und Josh gestorben. Ihre Beziehung war, naja, kompliziert. Drake liebte seine Zeit bei Nickelodeon. Als er Josh traf und die beiden ihre Show bekamen, schwebte er im siebten Himmel. Er wurde von den Zuschauern absolut vergöttert. Wenn wir uns mal diese Liste der Kids' Choice Awards anschauen, ihr wisst schon, diese Awardshow, bei denen immer alle geslimed wurden auf Nickelodeon, was im Prinzip wie die Oscars nur für Kinderserien war, fällt schnell auf, wie beliebt Drake war. 2006 Lieblingsfernsehstar Drake Bell. 2007 Lieblingsfernsehstar Drake Bell. 2007 bester Fernsehstar Drake Bell. 2008 Lieblingsfernsehstar Drake Bell. Mittlerweile ist echt klar, dass Drake der Star der Show war und Josh nur der, naja, Sidekick. Und das, obwohl Josh der witzigere und sympathischere der beiden war. Josh hatte also guten Grund, nach der Serie weiterzuziehen und sie immer weiter hinter sich zu lassen. Also ging er seinen eigenen Weg. Unmittelbar nach dem Ende der Show hatte Josh eine Sprechrolle als Eddie im neuen Ice Age Film ergattert. Außerdem spielte er eine Rolle im Film The Wackness. Er blieb also nach seinem Serienaus stets fleißig und kümmerte sich stark um seine Karriere. Er hatte in jedem Jahr eine Rolle in einem Film oder in einer Serie. Er wurde zu einem der erfolgreichsten Influencern auf der Kurzvideoplattform Vine und YouTube mit Millionen von Abonnenten und Followern. Drake hingegen hing noch ein wenig bei Nickelodeon ab. Er hatte die ein oder andere Rolle in dem ein oder anderen Film, eine Nebenrolle hier, eine Nebenrolle da, jedoch, ja, nichts Erwähnenswertes. Seine Karriere blieb eigentlich nur am Leben durch seine ständigen Cameo-Auftritte in den ein oder anderen Nickelodeon-Shows, die ihr vielleicht auch schon mitbekommen habt. Er hatte diverse Sprechrollen in einigen Filmen und TV-Shows, wenn wir allerdings einen Blick auf seine Musikkarriere werfen, da wird es schon etwas interessanter. Disney weiß, wie man einem Schauspieler zu einer Musikkarriere verhilft, wohingegen bei Nickelodeon die meisten Musikkarrieren der Schauspieler den Bach runtergingen, aber dazu kommen wir nochmal in einem anderen Video. Drake hat weder in den USA noch in Deutschland oder Österreich oder der Schweiz irgendeinen Nummer 1 Hit und das, obwohl er ununterbrochen neue Musik veröffentlicht und das seit 17 Jahren. Im Ausland sieht das allerdings ganz anders aus. In Mexiko und anderen spanischsprachigen Ländern ist Drake Bell aka Drake Campana
frag mich nicht, wieso der Nachname anders ist, ist da eine ziemlich große Nummer. Er hatte mehrere Chart-Hits in Mexiko und spielt in diesen Regionen der Welt oft vor Tausenden von Zuschauern. Drake spricht Spanisch, veröffentlicht Musik in Spanisch und liefert seine neuesten Videos immer mit spanischen Untertiteln für seine Fans. Ich weiß nicht genau, wie das alles passiert ist, aber es hat sich für ihn definitiv gelohnt. In 2014 hat er dann Insolvenz angemeldet und veröffentlicht, dass er dem Staat über eine halbe Million Dollar an Steuergeldern schuldet. Im Jahr 2016 wurde er zum zweiten Mal wegen Fahren unter Drogeneinfluss verhaftet und verbrachte eine Nacht im Knast und 4 Jahre auf Bewährung. Und jetzt kommen wir zum größten öffentlichen Ding zwischen Drake und Josh. Wenn man nicht auf die Hochzeit eingeladen wird, ist die Message klar angekommen. Die Wahrheit ist heute ans Licht gekommen. Die Message ist laut und deutlich. Die Bindung ist gekappt. Ich werde dich vermissen, Bruder. Im Sommer 2017 hat Josh seine langjährige Freundin geheiratet und Drake war nicht eingeladen. Diese Schlagzeile hat schnell die Runde gemacht und das Internet hat sich direkt draufgestürzt. Es kam einem wie gestern vor, als Drake und Josh noch gemeinsam Ping-Pong gespielt haben. Jeder dachte, Drake wird sein Trauzeuge, bis sich herausgestellt hat, er war nicht nur nicht eingeladen, sondern wusste außerdem auch überhaupt nichts von der Hochzeit. Die ganze Story wurde ziemlich hochgekocht, jedoch haben sich beide einige Monate später wieder öffentlich vertragen und filmten sogar ein paar YouTube-Videos gemeinsam. Back together again, we're all good. In den darauffolgenden Jahren haben sie öfter mal Videos zusammengedreht und man hat echt das Gefühl bekommen, dass sie wieder beste Freunde sind. In 2019 hatte Josh sogar die Idee, die Serie zu rebooten, allerdings mit einem anderen Konzept. Der Name der Show? Josh und Drake. Als er sich mit Drake in Verbindung setzte, um das Skript zu besprechen, wurde es merkwürdig. Die Idee hinter dem Reboot war, dass Drake einen gescheiterten Musiker spielen sollte, wohingegen Josh ein erfolgreicher Businessman ist. Es war also quasi eine Parodie über Drakes echtes Leben. Vermutlich wollten sie einfach nur das Konzept der Drake und Josh Show umdrehen, wo Drake ja früher der coole und erfolgreiche war und Josh eher der Loser. Die erste Folge des Reboots sollte ein Konzert von Drake in Mexiko zeigen, bei dem er für die Tochter eines Drogenkartellbosses performt, bei dem alle am Saufen und Drogen nehmen sind. Hierbei sollte eine Schießerei losgehen, bei der Drake sein Geld für das Konzert nicht bekommt, was alles eine absolut übertriebene Klischeedarstellung der Amerikaner ist, wie sie sich Mexiko vorstellen. Also ich meine, als ob sich dort irgendwie alles nur um Drogenkartelle und Razzien dreht oder so, aber egal. Drake wollte das Reboot auf jeden Fall nicht machen, ohne ein paar Änderungen vorzunehmen, weil er seine mexikanischen Fans nicht disrespekten wollte, was ich absolut verstehen kann. Josh wollte Drake keine Änderung vornehmen lassen und kurz darauf verstrickte Drake sich in rechtliche Schwierigkeiten, zu denen wir jetzt kommen. Im Jahr 2020 wurde Drake von seiner Ex-Freundin Melissa als gewalttätiger Ex-Freund geoutet, was ziemlich viral ging. Drake stritt alle körperlichen Misshandlungen ab, gestand jedoch den verbalen Missbrauch wie zum Beispiel Beleidigung oder Beschimpfung. Diese ganze Geschichte führte zu weiteren Anschuldigungen, bis hin zu einer, die es sogar vor Gericht schaffte. Im Juli 2021 wurde Drake Bell wegen Gefährdung eines Kindes zu einer Haftstrafe von 2 Jahren auf Bewährung sowie 200 Sozialstunden verurteilt. Doch es kam noch krasser. Ihm wurde vorgeworfen, einer Minderjährigen explizite Bilder gesendet und sexuelle Aktivitäten vollzogen zu haben. Jedoch befand sich Drake nur dem Senden expliziter Fotos für schuldig und betonte, dass er nur ein Bild geschickt hatte und als er von dem Alter des Opfers erfuhr, direkt aufhörte. Da das Internet ihm nicht glaubte, dass er so unschuldig ist, wie er es darstellt, hat sein Image und sein soziales Ansehen stark unter dem ganzen Trubel gelitten, was uns zu heute führt. Josh hat zuletzt in einem Podcast einige Gerüchte verbreitet, wie zum Beispiel, dass er und Drake nie Freunde waren. Er erzählte einige Lügen in dem Podcast, was dazu führte, dass die Fans ihm immer und immer weniger Glauben schenkten. Drake hat vor einiger Zeit einen Podcast mit seiner Frau mit dem Namen Drake und Janet gestartet, der dasselbe Branding wie Drake und Josh hat, in dem er öfter mal das Thema Drake und Josh anspricht und sich nur positiv über Josh und deren Freundschaft äußert. Er vermittelt klar den Eindruck, dass er wieder mit Josh befreundet sein wollen würde. Die Show der beiden war für Drake bis heute das absolute Highlight seiner Karriere, was man nicht gerade über Josh behaupten kann. Drake hat sein öffentliches Ansehen und sein Image komplett zerstört und der einzige Weg, dass die Fans ihm wieder vertrauen würden, wäre vermutlich, wenn er sich wieder mit Josh vertragen würde. Jedoch sieht man anhand Joshs öffentlichen Auftritten ganz klar, dass er daran wohl kein Interesse hat. Auch wenn er in seinen Interviews und Podcast-Auftritten öfter mal gelogen hat, hat er ganz klar gezeigt, dass er nie wieder der Sidekick oder der dicke, lustige Typ sein möchte. Jo Leute, dieses Video wurde inspiriert von dem amerikanischen YouTuber Patrick CC. Sein Link ist natürlich in der Beschreibung.